Jedes Produkt hat eine Geschichte. Und diese beginnt bereits lange, bevor es den Konsumenten erreicht. Von den einzelnen Bauteilen bis hin zum fertigen Endprodukt werden oft hunderte Prozesse durchlaufen. Und die benötigen alle Rohstoffe und Energie. Wie viele kostbare Ressourcen dafür tatsächlich verbraucht werden, ist für den Konsumenten oft nicht sichtbar. Aber nur weil man dem Produkt seinen ökologischen Fußabdruck nicht ansieht, heißt das nicht, dass er nicht existiert. Die Herstellung eines Fahrrads wie diesem benötigt durchschnittlich 543 Kilowattstunden Primärenergie. Das entspricht dem monatlichen Stromverbrauch eines durchschnittlichen fünfköpfigen Haushalts in Deutschland. Und dies ist nur ein Produkt. Im Durchschnitt besitzt jeder Europäer etwa 10.000 Gegenstände. Jeder Amerikaner besitzt durchschnittlich sogar mehr als doppelt so viele. Von 2002 bis 2012 stieg der Energiebedarf pro Kopf um 16%, während die Weltbevölkerung um 12% wuchs. Derzeit liegt der weltweite jährliche Primärenergiebedarf bei unglaublichen 145 Billionen 103 Milliarden Kilowattstunden. Allein der Bedarf der früh industrialisierten Länder zeigt, dass der globale Ressourcenverbrauch das Maß unserer ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung übersteigt. Hinzu kommt die Entwicklung der Wachstumsmärkte. Auch Entwicklungs- und Schwellenländer streben nach einem höheren Lebensstandard. Betrachtet man die Regenerationsfähigkeit der Erde, verbrauchen wir bereits heute eine halbe Erde mehr an Ressourcen, als uns zur Verfügung steht. Wir konsumieren sozusagen auf Kredit. Hochgerechnet auf das Jahr 2050 liegt unser prognostizierter Verbrauch sogar bei 3 Erden. Wie gelingt es also, diesem Bedarf gerecht zu werden und gleichzeitig den Verbrauch in einen nachhaltigen Einklang zu bringen? Unter der Maxime größerer Wohlstand für mehr Menschen bei weniger Ressourcenverbrauch entwickelt der Sonderforschungsbereich 1026 Sustainable Manufacturing Grundlagen für die nachhaltige Produktion von morgen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen ihr Expertenwissen aus verschiedenen Disziplinen, um das anspruchsvolle Ziel zu erreichen. In diesem interdisziplinären Forschungsprojekt wird in 3 Projektbereichen an Lösungen gearbeitet, die gemeinsam zu einer nachhaltigen Wertschöpfung und somit zu einer geringeren Belastung von Mensch und Natur führen, unter Beibehaltung ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit. Der Projektbereich A erarbeitet Strategien und Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Produktion. Dafür werden die künftigen Rahmenbedingungen bezüglich Wirtschaft, Gesellschaft und dem Ökosystem ermittelt. Was nachhaltige Produktion ausmacht und wie sich Nachhaltigkeit messen lässt, wird hier erforscht. Der Einfluss von nachhaltiger Produktion auf die Wirtschaft und Umwelt wird untersucht und mit passenden Formeln abgebildet. Eine weitere Forschungsfrage ist, wie sind ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele mit mathematischen Methoden gegeneinander abzuwiegen? Projektbereich B erforscht die Umsetzung ressourceneffizienter Produktionstechnologien in Wertschöpfungsnetzwerken. Von der Produktentwicklung über die Fertigung, der Nutzung hin zur Materialrückführung wird der gesamte Lebenszyklus eines Produkts durchleuchtet. Betrachtet man beispielsweise den Bereich der Fertigung. Hier können alte Maschinen mit adaptronischen Elementen versehen und neue modulare Maschinengestelle mit mikrosystemtechnischen Sensoren bestückt werden. So lassen sie sich länger nutzen und flexibel anpassen. An ausgewählten Beispielen aus der Produktionstechnik weist der Sonderforschungsbereich 1026 das große Potenzial nach, das in nachhaltigkeitsorientierten Technologien steckt. So werden beispielsweise Forschungen zum Schweißprozess, zum Reinigen mit Trockeneis und zur Reduzierung von umweltschädlichen Kühlschmierstoffen beim Zerspanen durchgeführt. Um weltweit nachhaltige Wertschöpfung zu implementieren, ist es wichtig, Menschen zum nachhaltigen Handeln zu befähigen. Dies ist die Verantwortung des Projektbereiches C. Ziel ist es, die Lehr- und Lernproduktivität zu verbessern. Dazu entwickeln die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem manuelle und automatisierte Arbeitssysteme, die Arbeit und Lernen verbinden und sich automatisch so einstellen, dass sie dem Arbeiter körperlich und mental gerecht werden. Auf Basis der Spieltheorie werden hier außerdem Anreizsysteme für nachhaltiges Handeln erarbeitet, sowie informationstechnische Werkzeuge für das Wissensmanagement und die betriebswirtschaftliche Entscheidungsfindung entwickelt. Nach wie vor gilt, Wissen ist die einzige Ressource, die sich mit der Nutzung vermehrt. Daher engagiert sich der Sonderforschungsbereich in Projekten wie Jugend forscht, dem Girls' Day und dem Green Day.
Die Leidenschaft für Forschung und die Bedeutung von Nachhaltigkeitsfragen soll so an die nächste Generation weitergegeben werden. Mit Kreativität und technischem Sachverstand ist der Sonderforschungsbereich 1026 richtungsweisend für innovative Fertigung. Er fördert eine Gesellschaft, in der Ressourcen geschont werden und mehr Menschen vom Fortschritt profitieren.